Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Ist schon komisch. Also, Herr Gabrecht, vor allem auch an Sie. Da weist jemand auf einen Missstand hin. Den Missstand, der wird ja auch nicht mal, oder dass das nicht schön ist, was dort ist, wird ja auch nicht mal von Ihnen bestritten. Und dann geht's los, danach wird der Schuldige gesucht. Es wird jetzt nicht überlegt, kann man da was machen, müsste man da was machen, sollte man das was machen. Nein, es wird der Schuldige gesucht. Ich meine, okay, Sie haben recht, gebe ich Ihnen völlig recht. Die CDU ist an dieser Vereinbarung zwischen Bund und Ländern nicht unbeteiligt gewesen. Sie ist ja wahrscheinlich sogar federführend gewesen. Aber, und das hatte jetzt ja auch gerade schon der Kollege Abstrusat von der FDP gesagt, auch die SPD ist nicht unbeteiligt an der ganzen Sache dabei. Die SPD ist nicht ganz unbeteiligt an der Sache gewesen. Und wenn wir jetzt schon irgendwann anfangen, mal mit dreckiger Wäsche zu waschen, das Erste, was mir aufgefallen ist, dass das Land, was am meisten davon profitiert hat, nämlich Rheinland-Pfalz, mit 10% mehr als alle anderen Bundesländer, damals von Beck regiert wurde. Komisch, wenn man da jetzt auf komische Gedanken kommt. Ich find's nicht. Ich kann nur sagen, als mich mein Kollege am Freitag gefragt hat, ob ich zu diesem Tagesordnungspunkt sprechen möchte, und ich ihn dann nachgefragt habe, worum es denn genau geht, und er mir kurz den Sachverhalt erklärt hat, muss ich wirklich schon zigmal nachfragen, weil ich fand ihn sehr abstrus. Ich konnte es mir in keinster Weise vorstellen. Ich kann mir auch jetzt im Nachhinein noch nicht vorstellen, so richtig, wie es kommt, dass ein Land wie Rheinland-Pfalz mit 10% oder ein Land wie Baden-Württemberg mit fast 5% mehr Beteiligung an den Kosten der Unterkunft die Kommunen dort bevorzugt werden als in Nordrhein-Westfalen. Von daher würde ich Sie doch einfach bitten, vergessen Sie doch mal, nach dem Schuldigen zu suchen. Den werden wir nicht finden, weil da wird man sich sicherlich nicht einig werden. Aber man kann doch vielleicht mal versuchen, ein Problem anzugehen und diese Sache auch dann machen. Es ist doch ein bisschen billig zu sagen, nee, das habt ihr verschuldet, deswegen wollen wir das Problem nicht lösen. Tut mir leid. Ich freue mich sehr auf die Gespräche im Ausschuss und ich hoffe mal, dass dort weniger dreckige Wäsche gewaschen wird, wie hier im Plenum heute. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.